Einen wunderschönen guten Nachmittag. Willkommen zum allerletzten Teil von Yoshi's Island Let's Play mit Stony. Ja, richtig gehört. Es ist der allerletzte Teil. 6-6, tiefgründiges Grauen. Auch das. Na, ich verspore es mal einfach. Keine sexuellen Innuendos auf. Na, keine. Ja. Hallo, willkommen zu meinem Let's Play von Yoshi's Island auf meinem kinderfreien YouTube-Kanal. Denn hier sind keine Kinder. Okay, alles klar. Das war ein guter Schuss eigentlich, kann man sagen. Das war jetzt ein bisschen unglücklich, aber... Warum dran der Umfahrer mit dem... Ich glaube nicht so, dass man das so machen muss, aber ich hätte einen Star mitnehmen sollen, da. Ich glaube, das ist zum Scheitern verurteilt. Ich glaube, wir müssen Ehren nämlich mitnehmen. Was natürlich ziemlich cool ist, weil mit der kleinen Penetrablatt, die kleinen Stegis, Platz walzen kann. Aber es hat ein bisschen nervt, weil man den Stein mitnehmen muss. Andererseits ist das... Habe ich da irgendwas gesagt, der Stein nervt? Nein, der Stein ist super, super. Dann waren wir da oben nicht zum Schlüssel aufgekommen. Was ist denn das? Ha! Ein kleiner Scheigei, der schon Halloween spielt. Ja, wir sind in meinem letzten Let's Play Video angelangt. Willkommen noch einmal. Ich glaube, ich habe jetzt ein bisschen den Einstieg verpasst. Wurscht. Wir haben übrigens keinen Timer gestellt. Das heißt, die Folge dauert so lange, wie sie dauert. Ob das jetzt intelligent war, ich habe keine Ahnung. Ich muss ja ganz ehrlich gestehen, ich kann mich nicht mehr erinnern, wie... Das sind die besten. Drei! Oh je, Ebene. Ich habe keine Ahnung, was die Zahl bedeutet. Vier. Aber wir müssen jetzt da eh rein. Hilft nichts. Warum bin ich stehen geblieben? Keine Ahnung mehr, was ich jetzt sagen wollte. Boah. Mein Hirn ist ein Nudelsieb. Ich hab keine Ahnung, wo ich hin muss. Warum muss ich hin? In dem... Also in dem Labyrinth kenne ich mich wirklich nicht aus. Dem Labyrinth gehen wir nicht aus. 2-1. Gehen wir mal da entlang. Ich will keine Sachen holen, ich will dort eigentlich nur ins Ziel kommen. Da gibt es übrigens auch eine super Homepage, die heißt, glaube ich, Super Mario Level, sage ich irgendwie so. Die haben die ganzen Maps, also Super Mario Maps, aber also irgendwie als Grafik dargestellt. Und das ist super, weil da braucht man jetzt nur einige in den Zeiten noch schon mal bin und dann weiß ich, welchen Weg zu wählen ich habe. Einen Moment. Ah nein, okay. Nein, da nicht. Okay. Hätten wir das einmal schon rausgefunden. Da gibt es eh noch einen Weg. Da gibt es einen zweiten Weg, okay. There is more than one way. Okay, Blume, da brauchen wir nicht. Ah, das schaut gut aus. Viele Gegner. Ja.
Nein, warum? Der wische den. Gut, dass man die hinmachen kann. Not. So geil, das Gespenst. Das war sogar gut, dass wir das jetzt gemacht haben. Nicht runterfallen. Na, das ist jetzt ziemlich gemein. Wie kommen wir jetzt auf? Wie gerade so. Geduld, Geduld. Es dauert nicht mehr lang. Wir sind im letzten Video. Nicht, dass man das Spiel nicht Spaß macht, das ist super brillant, aber langsam aber sicher bin ich des Babys müde, weil es immer so blöd und dämlich schreit. Ah gut, Feuer mit Feuer, Fight Fire with Fire geht natürlich nicht. So, wir sind wieder da angelangt. Gut, dass ich nachschaue, dass wir das ein zweites Mal machen. Boah, das hat mich jetzt schon wieder geärgert. Aber ich hab die Stirb. Ich hab die gewisse Ahnung gehabt, dass wir das nochmal machen müssen. Ist nicht so, dass ich das erste Mal spiele, das Spiel. Da muss man auch aufpassen, dass man nicht runterhupft, ne? So. Dieses Labyrinth hätten wir hinter uns gebracht. Dieses nervige Labyrinth. Yay! Sehr gut. Haha, vorletzte Welt! Willkommen! Gehen wir's an! Felsomania! Endlich einmal, hoppala! Ein schöner Name für ein schönes Level. Was das wohl auf Englisch heißt? Übrigens werden wir da von einem Kettenhund verfolgt, ich wollte es nicht sagen, ne? Falls ich vorkomme, warum ich mich so beeile. Mach's gut. Das ist wirklich ein schwieriges Level. Ich probiere das jetzt auch nicht Safe-Stats zu schaffen. Ich hab jetzt mal 6, wie schwierig das war damals in SNES-Zeiten. Vor 20 Jahren. Wie nervig. Dass du mir. Ja, super, was soll ich jetzt machen? Keine Safe States, da muss man das Biest aufspülen. Jetzt wird's glaube ich wieder beschämend. Glück gehabt. Das ist eine Safe Games! Es ist schon schwierig. Deswegen mache ich ja die ganzen Let's Plays von Super Meat Boy nicht. Das sind zwar gut, aber die Speedruns sind vor allem gut. Aber die müssen immer, wenn sie Anklang voller machen,
wieder von ganz vorne anfangen und das nervt so beim Zuschauen. Deswegen kann ich so ein Let's Play nicht anschauen, weil er da tausendmal diese Stelle... Fuck! ...probieren muss. Wir natürlich auch. Oh. Huch! Also, ein bisschen wird mir Adrenalin jetzt schon auf, gell? Wenn ich da keine Safe-States nehme. Aber das hätten wir geschafft, den Abschnitt, und ich darf mein Safe-State benutzen, oder? Ja, du darfst. Danke. Noch viel lustiger. Keine Ahnung, wo ich muss, wohin muss, wo ich muss. Da ist auch keine rote Münze versteckt, sehr gut. Ah, die roten, die ziehen wir mal weg. Okay, das... Ach du meine Güte, jetzt seht ihr mal, wie schlecht ich in dem Spiel bin. Ach du meine Güte. Ganz cool, stehen bleiben einfach. Ich hasse euch. Schau, kommt da ein Bewegungsmelder oder was? Glückliches Steinchen. Ich bewege mich am besten gar nicht. Du kommst nicht zum Schießen. Du auch nicht. Okay, das war jetzt eine super Aktion. Jetzt ist mein Lift weg, ich krieg einen Auszucker. Ja, ich seh's, warum mich... Ah, knapp nicht. 6. Also, den Lift darf man nicht verlieren. Wahnsinn. Das heißt, wir müssen diese Dinger da wegschießen, oder? Wegschießen. Oder wir hupfen einfach drüber, weil der seinen Stachis, Stegis. Alle Feinde lachen, die sind alle glücklich, wenn sie zu Eier verarbeitet werden können, werden dürfen. Hätte da aufhupfen mal können, wenn die... Nein, doch, das geht gar nicht aus. Ja, das war wieder mal eine gute Idee. Und jetzt fangen wir oben. Ah, speichern wir mal. Das ist... Also, der Level ist nicht ohne, gell? Übrigens ist das da, was ist das da hinten? Schöne Kindermalerei. Wahrscheinlich. Ah, wir sind eigentlich schon am Eingang zur Burg von Bowser, ne? Im Hintergrund. Jetzt wird einmal aufgeräumt mit euch Penner da. Das war's it? Kann man da noch länger? Vollgas, lauf. Na, tatsächlich, da kommt kein Stern mehr, gell? Schade. Ha! Thank you.
Der Stachelkaktus lauft auf Stacheln. Eine perverse Welt, in der wir leben. Ein kleiner grüner Kaktus steht draußen am Balkon. Hallari, hallaro, hallara. Okay, da war ich auch noch nie, glaube ich. Und ich weiß auch nicht, was ist das nur eigentlich? Ja, okay. Na, da war ich noch nie. Ja genau, da rauf ich. Woher kommst denn du bitte? Wo ist denn der Ausgang? Ah, wahrscheinlich zwei, ne? In the vibe. Instant death. Wahnsinn, oder David? Boah! Bin froh, dass wir das hinter uns gebracht haben, liebe Leute. Denn jetzt sind wir in Bowsers Schloss. Endlich das Schloss. Ich überlege mir wirklich, ob ich heute noch Resident Evil Stream sehe. Keine Ahnung. Das schaut so arg aus, das Bild, aber man kann das nicht einschätzen. Was ist das? Ich kann es nicht. Wurscht, jedenfalls 6.8. Wir sind beim letzten Level von Let's Play Yoshi's Island angelangt. Bowsers Schloss oder Bowsers Schloss. Was wir nur. Eigentlich sind wir schon auf seiner Schlossbuch mal im letzten Level aufgegangen, aber wurscht. Wir fliegen das mit Hubschrauber an. Gott, dass er uns davon kommt, der Herr Kamek. Stirb! Sehr gut! Letzte Welt! Okay, das ist das. Ja, wir nehmen das jetzt einfach. Sei es drum, gell? Ich will da nicht viel, um da cheaten oder irgendwie so. Wir nehmen das, was kommt. Ich glaube, wir sind alle. Ach, das ist ja nervig. Stachelpenner. Es ist so lieb! So lieb! Es ist so lieb! Der Schliechschleim. Kriechschleim, nicht? Ja. Alter Scheiße. Echt? Wirklich? Ach, Sonnenblume. Ich glaube, wir müssen nämlich eh alle vier Tore da machen, also ist ja eigentlich wurscht, wo wir hingehen. Boah, das ist ja cool, glaube ich. Da, her da. Genau. Nerv mich nicht, du kleiner Wicht. Schau, dass das kein langes Ei wird.
Okay, kurz ein Safe State. Ach du kleiner Penner, du. Du kleiner. Stirb. Achso, erinnere mich an den Sumpf, ne? Ich hab keine Ahnung, was wir da eigentlich tun. Das ist ja cool. Okay, Schlüssel haben wir eh keinen, das heißt, uns bleibt kein Untergewahl, da hineinzugehen. Ups. So, jetzt haben wir nochmal ein Ei für den Penner übrig. Ach, das jetzt gleich? Na, wir müssen eben mit den... Na, das war jetzt wieder mehr. Ah, cool, doppelt drauf. Ach, gut. Schwupp! Katsching! Schlüssel, yay! Sehr gut. Wo bringt uns das hin? Ah, okay, man muss doch nur eine Tür schaffen. Kann man da überhaupt alles hindern? Wurscht. Das ist der Kamek. Und das war so schwierig. Ich kann mich erinnern. Da habe ich ewig gebraucht, bis ich den Level-Abschnitt einmal geschafft habe. Weil er schießt jetzt immer seine tödlichen Sauerstrahlen auf uns. Und habe ich immer probiert, immer in seine Nähe hüpfen, damit er gleich wieder verschwindet und damit er nicht zum Schießen kommt, weil er nervt einfach nur. Dass er auch nicht zum Schießen kommt. So schwierig. Das Kinderzimmer von Bowser persönlich, das Königliche. Er kann ja noch auf die zwei Stützen kommen. Auf Bones spawnen tut er, glaube ich, sowieso nicht. Jetzt schaut es so leicht aus, aber ich hab mich das so schwer dann damals, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich jetzt einen Dreh heraus habe, man muss immer zu einem hinhüpfen, ne, damit er sich nicht materialisieren kann und deppert das oben auf einen schießt. Ah, die große Tür. Weg ist er, hä? Hast du uns nicht aufgehalten, Mr. Carmack? John Carmack. Speichern, wir sind im Kinderzimmer auf. Arr, wie mutig von dir hier zu erscheinen. Nun bekomme ich endlich das Baby. Ja, eigentlich ziemlich dumm von uns, dass wir ein armes Baby jetzt hintragen haben vor die Füße. Wow! So lieb! Oh nein, Bowser, junger Meister! Es war so laut! Weißt du auch, dass ich bei diesem Krach nicht gut schlafen kann? Der Zaun, so lieb! Was ist das für ein lustiges Gefährt? Gib es mir! Ah,
Mein Gefährt ist das. Das flackert schon wieder, weil der Boot sich bewegen lässt. Ah, so. So geht das genau. Ja, war schon wieder alles klar. Ja, so lieb, der Baby Paul. Na, der ist viel lieber wie Yoshi und alle anderen zusammen. Das ist echt der liebste von dem ganzen Spiel, finde ich. Meister, wie konntest du unserem Meister nur so etwas Grauses antun? Warum hast du das getan? Und jetzt, liebe Leute, jetzt lehnen wir uns zurück und genießen die wunderbare Musik. Die ist so cool. Wenn ich mich recht erinnere, die Musik ist so super, also ich bin jetzt stumm. Geil ist die Musik, hör ne? Das ist so super. Das ist so genial, gefällt mir! Das ist so cool! Also Nintendo, mit deinem Bossgänger hast du doch echt... ...echt der Meilenstein gemacht. Gesetzt. Also schau, ich hab mich geschrieben. Hey Musik, da ist ein Metal, mehr oder weniger am Schluss. Ein verfranchter Schluss. Voll genial. Okay, das ist erst das Video, was am Schluss ist. So, auf die Augen wahrscheinlich. Ja, genau. So, jetzt sind wir weiter. Es ist so cool. Ah, was man das jetzt für Eierschuss. Eierschuss. Es ist so cool. Da könnte im Hintergrund Eier werfen. Das ist Nintendo Wahnsinn, was du für 20 Mal schon geschaffen hast. Also Hut ab, Hut ab. Voll genial. Das ist ein bisschen schwierig. Yep. Na, ich cheat, was zeigt man. Das war wieder ein nächster, oder? Ja, wir schauen mal, wie ein bisschen das so exzessives. Ach, es ist ein Emulatoren-Game. Man spielt zum Teil so ein Emulatoren-Game mit Safe-States. Eigentlich geht es zu den Würde. Das ist schon ziemlich nah. Und ihr habt sehr kurze Reaktionszeit. Bist du deppert? Das ist nicht. Entschuldigung. Sorry. Das ist nicht leicht. Da kommt Schatzi. Das war's, glaub ich. Yay! Hab ich auch lang gebraucht, bis ich das erste Mal besiegt gehabt hab. Muss ich ganz ehrlich sagen. Oh! Wow. Blablabla. Wir werden uns eines Tages bitter rächen. Du, da kannst du dir sicher sein. Warte, Meister, ich werde dir helfen. So, ich werde euch jetzt fragen, warum wir... Ja, fliegst zum Mond auf, ey. Macht's gut. Warum wir den ganzen Weg jetzt gegangen sind? Weil da der Storch ist. Natürlich. So wie im Intro von dem Spiel.
Hallo Luigi. Luigi und Storchi. Und so, dank des mutigen Auftretens der Yoshis, sind die Geschwister wieder vereint. Der Storch, der während der Baby-Auslieferung überwältigt wurde und sich die ganze Zeit über in Kameks Gewalt befand, ist nun wieder frei. Danke, Yoshis, ihr seid super! Yay! Mann, das ist ja super! Yay! Das flackert und flippt. Das schafft mir das Bock-Memulator gar nicht, gell? Aber ihr müsst euch nur auf die Mitte oder auf die unteren Zeilen des Screens konzentrieren. Da geht es sogar auf die Sonne, auf den Mond schauen. Tja, meine lieben Leute und Zuschauer von meinem YouTube-Kanal, das war's mit Yoshi's Island, mit meinem Let's Play davon. Ich habe sehr viel Safe States abused, also missbraucht, aber gut. Es ist halt einfach so. Ja, das Spiel hat meine Kindheit ein bisschen mitgeprägt, muss man sagen. Da habe ich glaube ich zu Weihnachten gekriegt, 1996, 1996, keine Ahnung. Jedenfalls, ja, Wahnsinn, was wir da dabei geguckt sind. Irgendeine Schwester. War eine coole Zeit, muss ich sagen. War eine coole Zeit, ja. Ja, insgesamt muss man sagen, es ist schon sehr schwer gewesen, das Spiel damals. Also ohne selbst, es ist ziemlich schwer, wenn man nicht weiß, auf welches Level man sich einlässt und alles Neues und so weiter. Es ist ein ziemlich haariges Spiel, also wir haben da recht lang gebraucht und so. Und ja, mittlerweile ist es jetzt schon 19, bald 20, wurde 20 Jahre alt, Wahnsinn, wie die Zeit vergeht, also nur mal Zähne. Aber es war ein geniales Spiel, muss ich sagen. Grafikmäßig hat es ja wieder meinen kleinen Meilenstein auf dem SNES gesetzt und da ist schon die PlayStation 1 rausgekommen gewesen, wie das SNES noch gelaufen ist, ne? Kann ich mich erinnern und ich kann mich noch erinnern, da habe ich die alte Nintendo-Zeitschrift gehabt und da haben sie einen Screenshot von Donkey Kong Country gezeigt. Das ist ziemlich direkt nach Yoshi's Island rausgekommen. Achtung, ich spreche nachher weiter. Endlich erreichen die beiden Babys ihr Zuhause! Yay! Hey, Pilzhaus. Die Eltern von Mario und von Luigi wohnen in einem Pilzhaus. Im Flickericken Pilzhaus. Oh. Aber wir hatten doch schon vor einer Woche Sex. Warum haben wir erst jetzt unsere Kinder erhalten? Komisch, ne? Die Helden erblicken das Licht der Welt. Also der Satz passt nicht ganz. Ende. Aber wenigstens ein Slipzeichen. Also das sind doch Zwillinge, ne? Ja, was spielt im Stemblim? Ah ja, genau. Jedenfalls ist das Nintendo-Heftel rausgekommen und da war ein Screenshot von Donkey Kong Country drinnen, das direkte Spiel, was ziemlich nach dem eigentlich gleich drauf einmal herausgekommen ist. Und da hat es die PlayStation 1 schon gegeben und das Donkey Kong Country hat tausendmal besser ausgeschaut wie die ersten PlayStation 1 Spiele. Und das mit 16-Bit-Konsole. Wahnsinn. Also Nintendo, Respekt. Oder Rareware. Wo wir beim Stichwort sind, das nächste Let's Play, was ein bisschen Retro-mäßig
gehandelt wird, ist natürlich Donkey Kong Country. Wann, das weiß ich nicht. Zuerst wird einmal Resident Evil abgeschlossen und Borderlands abgeschlossen. Dann vielleicht habe ich Zeit für mein neues Retro-Let's Play Donkey Kong Country. Also, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Das war ein super Spiel. Das war mein Let's Play von Yoshi's Island. Danke fürs Reinschauen. Und ich hoffe, immer brav abthumpen, also Thumbs Ups geben bei meinen Videos und immer brav, oder falls euch das gefallen hat, dann abonniert meinen Kanal. Ich würde mich freuen. Ich bekomme kein Geld dafür. Ich werde auch meinen YouTube-Kanal bei 1000 Abonnenten nicht monetarisieren und Werbung schalten. Das mache ich nicht, denn ich mache es für euch und nicht für mich und das Geld deswegen, weil es mir einfach Spaß macht und weil es mir ein bisschen in meine Kindheit zurückholt. Danke fürs Reinschauen. Das war's mit meinem Let's Play von Yoshi's Island. Macht's gut, euer Steinchen.